eine dicke Röhre. Und alles hatten wild. Das sind Sachen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Und damit willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Wir starten heute auch so direkt mit der Schattenwelt, Welt 2-3, mit dem Titel Unterirdische Schattenspiele. Ja, an der Stelle kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Das ist halt komplett Brain Mindfuck, wenn man da nicht aufpasst. Hier geht's ja noch, aber da hinten wird's dann erst ein bisschen komisch. Das ist hier noch harmlos. Das ist dann auch ein leichtes Geschenk, aber hier hinten wird es dann irgendwann erst ein bisschen, sag mal, kurios, nett gesagt. Auch diese Fussels, die man sehen kann, die werden nachher nochmal, ja, jetzt sei erst kritisch werden. Auch das hier, es ist alles ja noch harmlos, weil hier sieht man es. Das ist so meine Permisse. Hart und cool, wenn du mich hier mit deinen Feuerbällen voll machst. Und hier wird es halt erst richtig hart kritisch dann hier. Wie ihr sehen könnt. Sieht jetzt halt einfach nichts. Das ist kritisch. War hier irgendwo ein versteckter Block? Ja, jetzt tatsächlich mal nicht. Aber hier war irgendwas Verstecktes. Jesus. War das hier? Nee. Digga, wie kommt man hier zu dem Scheiß? Ich hab keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, ich brauche den Stempel nicht. Okay, es scheint auch nichts zu sein, was irgendwie. Hätte man sagen können, ne? So ein schönes Secret. Ich will eigentlich nur durch die Tür gehen hier. Digga. Hallo! Meine Fresse. Jetzt hat die Tür so erst nicht reagiert. Ist so kritisch. Out. Okay, das war hart fail. Oh, Digga, das war komplett brain fuck. Aber ich hab mich dann gefunden. Ich glaube, das war irgendwann später nochmal ein richtig mehr brain fuck. Oh, Jesus. Wenn ich mich doch. Scheiße, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Gab es auch noch einen Stern, das weiß es. Ja, weil da hatte Tod voll Augen verbaut, da muss man einfach so ein size Pappteil wegtreten. Und dann hat der Tod natürlich mir einen Stern gesenkt, ist ja klar, ne? Also, das Level ging eigentlich erst voll. Ich hatte da gedanklich anders im Kopf gehabt, was halt, anders hart viel mieser gewesen wäre. Beispiel auch Buhu Level, da erinnert mich nämlich der ganze Türenspaß jetzt wieder dran. Da gibt es ja leider, wer ist im Spiel? Wenn ich mich doch gestern erinnere, die hat leider auch bald kommen. Buhu Level ist ein Kritis. Aber der Grund, weshalb ich das Spiel eigentlich so gern mag, ist einfach, weil es einen echt coolen Multiplayer hat. Und ich will ab und zu im Streams, nachdem ich jetzt einen Online-Multiplayer hat, will ich das durchaus ab und zu im Streams einfach mal ausprobieren. Alle paar Tage mal, wenn ich halt Zeit habe. Nebenbei will ich auch so andere Sachen Streamer zocken. Ich plane halt jetzt auch wieder zweimal in der Woche zu zocken. Einmal 3D World, einmal Among Us und dann halt Wochenende was holen. So, gehen wir erstmal wieder ein bisschen ins Casino, bevor wir in die fette Röhre reinschauen. Ja, der witzig. So, es war 1 Euro besser als nix, so weil ein Item mir doch immer gewesen und 7-Ups habe ich bekommen. 7-Ups sind auch mal eine schöne Sache. Denn Leben kann man immer gebrauchen. Gerade in solchen Spielen, aber das wisst ihr ja. Sonst hart kritisch. So, schauen wir doch mal, wo die Fatigare rangeht. Das sieht mal einer an. Ein Torthaus, ein bisschen weiter weg. Ja. Moin, wir nehmen aber wieder das Kleine. Ja, Mann, freuen uns über einen Haufen von tollen Items. Ja, früher gab es noch mehr Items, da bin ich jetzt einfach nur hart lost. Früher gab es doch, könnte man auch mehrere Katzen-Items gleichzeitig bunkern. Oder war das in den Game Disney? Nee, das war in
New Super Mario Bros. U oder ich weiß es nicht mehr. Vielleicht könnte man einen Kommentar antworten. In irgendeinem Game könnte man doch mit mehreren Items bunkern. Also mehrere vom selben, von derselben Art. Oder bin ich jetzt einfach nur hartlos gerade irgendwie? Keine Ahnung. So, Welt 2.4 über die Kula-Hügel. Die ist so Level kann ich das auch noch erinnern, dass das einfach existiert hat. Das war witzig. Und zwar wirklich gemeint witzig. Ba, 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 ba. Ja, und das Spiel ist halt einfach toll. Das ist einfach Fakt. Und das wird auch immer ein tolles Spiel bleiben. Das ist umso schöner die 3D-Fassung. Klar, jetzt hat die UART leider wirklich bis auf Nintendo Land kein einziges Exclusive mehr. Aber es ist jetzt halt so. Finde ich aber halt auch eigentlich dann gar nicht mal so schade, wenn man so bedenkt, dass das Spiel halt ein erst gutes ist und dass meiner Meinung nach das HD-Remake hier auf der Switch halt auch mehr erst nur verdient hat. Das ist so meine Meinung. So, hier gibt es ein Katzen-Item. Ich glaube, das ist ohne Grund. Kann man hier nicht drauf? Doch. Aber ich glaube, das war nicht mal das Ziel. Stimmt, denn das Ziel war hier. Denn wenn ein Katzen-Item an die ist, dann ist da immer auch ein Stern in der Nähe. Also dann riecht es einfach nach einem Stern. Das ist jetzt hier, weil zweite Welt erst noch relativ offensichtlich bockt es einfach mal. Wird später nicht mal so offensichtlich sein. Nicht mal ein kleiner Spoiler. Ja, auch so auffällig. Gut, da könnte man natürlich den schönen großen Teil überspringen. Wollen wir aber eigentlich gar nicht. Deshalb rein hier ins Getümmel. Ach, scheiße, Mann. Das war es nicht unbedingt das, was ich wollte. Natürlich gibt es hier kein neues Katzen-Item. Und cool. Ist einfach ein Baseball. What the hell? Ich bin ja gerade erst dezent verwirrt. Ja, Mann, jetzt fängt jetzt eine Glocke. So, die werden wir auch hier bestimmt noch nicht ohne Grund brauchen. Das war vielleicht nicht die intelligenteste Idee. Die Horde von Mini Bowsern, von Mini Coopers auf mich loshetzen zu lassen. Egal, passiert. Das passiert hat nur mal so manchmal. So, hier oben gibt es ja mal nichts. Ja, ist gut, komm wieder runter, Katze. Weiß, hier gab es noch zwei Arten von Sternen. Ich glaube, der eine war hier in der Röhre. War ja allerdings irgendwo unten, ne? Ja, was oben? Oh, fuck. Ja, gut. Entweder oben oder unten war das Stern. So, das Ding ist, ich weiß jetzt echt nicht mal wo. Ich weiß nicht, ob es hier zurückgeht. Nein, hier ist ein Stern, glaube ich. Eigentlich kann ich mich an den Teil gar nicht mehr erinnern. Shit, meine Batterie lässt bald leer. Traurigerweise S-Kritis. Lol, an den Stern kann ich mich S-0 erinnern. Ich glaube, ich habe den nie gefunden. Ich fühle aber die Musik. Im Gegensatz dazu, dass ich fühle, ach come on, Digga, der kämpft da. Wie soll man das bitteschön umreißen? Das war doch gerade hart asozial. Mal for real jetzt. Fuck, ging's hier unten nicht irgendwie zum dritten Stern? Das weiß ich nicht mehr. Ging's sogar, ja moin. War einfach hier unten. Ach, Items gibt's hier keine, es hatte kurz seine Kopfhörer gehabt. Aber wusste doch, dass ein Stern hier irgendwie unten einfach versteckt war. Da war es erst Zufall, dass wir den zweiten hier auch gefunden haben. Seht ihr mal. Was mal Zufall doch weiter. Ja, schön, dass die Batterie bald nachlässt. Es rallt. Es laden ja gleich ein bisschen auf. Aber wenn das jetzt so penetrant danach wirbt, dann. Ich glaube, es ist einfach gleich ausgehen wird so. Einfach so schack und auf einmal geht da aus. Wäre halt so ein Kritis. Ich weiß, dass die. Digga, ist da zu hart auf verzweifeln.
Ja, die haben was jetzt mit Zeug und so weiter spielen. Ach, das ist so einfach schweifen. Und jetzt einfach ans Laden anschließen. Warte mal, Sven. Muss ein Ladekabel holen. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Gefühlte 5 Stunden später habe ich auch mal geschafft, meinen Controller aufzuladen. So, unglaublich. So, da haben wir das Level hier auch erfolgreich beendet gehabt. Echt, dass er jetzt so kurz vom Partende abgeschmiert ist. So derbe unnötig. Es ist schon Wahnsinn. So. Jetzt haben wir hier Welt 5 Rätsel. Dann werden wir hier wohl noch was Schönes haben. Genauso wie hier. Bevor es dann hier mit dem Bosskampf im übernächsten Part losgeht. Hier gibt es nochmal ein Up. Da fragt man natürlich auch, wie kommt man hier hin? Ist in der Tat eine gute Frage, die wir vielleicht bald herausfinden werden. Vielleicht sogar jetzt herausfinden werden, wenn es hier so noch lang geht. Tatsache. Ist ja witzig, da entdeckt man immer wieder Secrets hier. Das ist ja mal mega cool. Wie weit kommt man hier eigentlich? Kann man einfach einmal um die ganze Insel laufen oder wie? Vieles. Weil die wieso nicht? Alle Sachen, die haben es in der 2D-Welt-Version nie festgestellt, dass die gab bei der Wii U-Version. Ja, sieht man's mal. Also, im nächsten Part geht's dann dementsprechend gespannt weiter. Freut euch drauf, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!